Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zu Hausflipper. So, im letzten Part waren wir an unserem Partyhaus und haben ein wenig die Terrasse gemacht und wollten nochmal nach den Zäunen schauen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Wir haben ja zwar noch diese Aufträge im Postfach, aber ich denke, die warten schon noch auf uns. Ich würde jetzt erstmal gerne gucken, dass wir hier ja die Umzäunung zumindest fertig bekommen. Kann ich eigentlich einen Baum wegmachen? Das würde mir gerade sehr zugutekommen. Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Abreißen? Nein. Mm-mm. Gegenstand transportieren. Auch nicht. Okay, also große Bäume kann man anscheinend nicht bewegen. Okay, finde ich in Ordnung. Habe ich jetzt so kein Problem mit. Okay, wir hätten ja nun auch noch die Möglichkeit, hier noch Zwischenfliesen zu legen. Also es gar nicht so zu machen, sondern eben noch irgendwas zwischenzupacken. Damit es dann am Ende irgendwie passt. Aber ich würde das jetzt erstmal gerne mit diesen Zäunen hier ausprobieren, was ich das letzte Mal ja schon gesagt hatte, dass man eventuell hier eben so einen kleinen hinmacht. Ich würde den gerne drehen. Ja. Okay. Es ist gar nicht so einfach, das hier jetzt alles so hinzubekommen, dass es dann am Ende passt, ne? Aber es ist mit Sicherheit irgendwie möglich, das Ganze passend zu machen. So, dann kann man das da dran packen. Und dann bräuchten wir noch so eine kleine Ecke. Da ich jetzt eine kaufen müsste, was totaler Blödsinn wäre vielleicht, nehmen wir jetzt erstmal die hier. Ja, guck, das passt nicht. Okay, also das hier scheint ein wirkliches Problem mit dem Zaun zu sein. Das kriegen wir einfach nicht passend gemacht. Ich krieg den jetzt hier nicht mal passend rangestellt. Warum nicht? Was läuft hier verkehrt? Ja, keine Ahnung, was da verkehrt gelaufen ist. Okay, also so gefällt mir das schon ganz gut. Ich denke, auch die Größe reicht am Ende aus. Muss nicht so mega riesig sein. Wir sollten uns dann nur noch mal Gedanken um den Boden machen. Ich hoffe, dass der Zaun jetzt kein Problem darstellt, wenn wir die Platten wieder hinlegen. Ich will die jetzt auch gar nicht alle wegnehmen. Ich möchte gerne mal gucken, ob wir da nicht einfach sowas zwischenlegen. Ja, also so kleine halt. Ich glaube, da müssen wir nicht mal welche mit Rand nehmen. Da würde so ein einfaches Zwischenteil, denke ich, reichen. Ja, dass wir immer so zwischen die Platten legen dann. Ich glaube, das wäre eine gute Sache. Ja, es könnten bis zu 3 Stück sein, die wir dazwischen legen. Wir schauen. Ich passe das jetzt hier mal so ein bisschen an. Ja, also so würde ich mir das erhoffen wollen, ja, dass das so ist, so aussieht. Wir gucken jetzt mal, wie wir mit den Dingern hier klarkommen. Liegt das oben drauf? Okay, die hier liegt nicht richtig. Das irritiert mich so. Aber die ist schon ein bisschen höher, ne? Haben wir da was mit Rand auch? Also diese kleinen, gibt es die auch mit Rand? Wir haben hier schon noch Rand, aber ja, scheint so. Doch, da, guck mal. Da gibt's das. Oh, welchen Rand hatten wir denn genommen? War das der? Nein, der? Nein, der? Oh, der?
der hier. Okay, so, dann legen wir dich mal zur Seite. Das Teil dazwischen. Ja, das geht doch. Das ist doch okay. Okay, passt auf. Jetzt machen wir das so, dass wir die Dinger hier zwischenpacken. Eins lege ich jetzt hier zur Seite. Und dann legen wir hier die große Platte wieder hin. Ja. Ja, ich überlege. Ich habe noch keine Ahnung, wie das am Ende aussehen soll. Weil wenn wir jetzt hier nochmal einen hinlegen, dann passt das von der Größe wieder nicht so. Guck mal, wir haben die auch noch größer. Wir basteln uns das schon irgendwie da zusammen. Das war das das jetzt? Oh Mann. War das richtig? Ja. Also. So. Nein, das liegt nicht richtig. Das gleich mal richtig hinlegen, damit wir auch gleich sehen können, okay, passt das jetzt oder passt das nicht? Wenn es nicht passt, würde ich das gerne für diese Art passend machen. So, schaut mal. Also, ich denke, das ist tatsächlich am Ende eine recht gute Lösung. Die Frage ist nur, wo holen wir den Millimeter her? Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Was machen wir da? Wir probieren einfach mal alles aus, was hier irgendwie geht. Vielleicht können wir auch irgendwelche Muster legen oder so. Mal schauen. Oder einfach noch mal zwei von denen hier. So, du mal eben zur Seite. Eins. Ja, guck mal, da ist das wirklich nur noch ein bisschen was da geschlossen werden müsste, ne? Also tatsächlich nur noch ein ganz bisschen. Okay. So, wir haben jetzt hier vier von denen. Das sieht irgendwie alles sehr hässlich aus. Deswegen bauen wir hier um. Machen das Ganze so. Holen das hier noch eins rüber. Nehmen den dahin. Nein. Die große. Nee, so hatte ich das nicht geplant. Nee, warte mal. So war das nicht gedacht. Das sollte dazwischen. So. Na, mal gucken. Irgendwie kriegen wir hier schon ein halbwegs akzeptables Muster hin, glaube ich. Also hoffe ich zumindest. So, dann kann das hier aufrücken. Tja, aber wenn wir das im Muster legen, passt das Ganze nicht mehr. Ach, Manu, das ist echt doof. Das ist doof. Sind das hier eigentlich, ist das genau die Hälfte? Nein, das ist ein bisschen mehr. Okay, also. Nächster Versuch. Wir legen die einfach zur Seite. Wir brauchen die sowieso in diesem Garten noch. Also noch zu Genüge. Ne? Da, weil letztendlich will ich ja natürlich alles so ein bisschen einheitlich machen. Ja. Ich nehme das erstmal so, wie es ist. Wechseln das jetzt erstmal ab. Ne?
und schauen mal, was wir da am Ende erstens für eine Größe rauskriegen und was wir da auch an Muster eventuell noch machen können. Ja. Gefällt mir bis jetzt recht gut, muss ich sagen. Ist ganz nett, wenn man das dann vielleicht hier dann einfach anders legt, dann passt das, denke ich, ganz gut. So, das sind die großen. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Ich leg da einfach mal ein paar hin. So. Und dann brauchen wir noch die kleinen wieder. Wo hatten wir das denn? Da unten. Das war das. Okay. So. Das legen wir dahin. Ach nein, hier muss jetzt ja eine kleine hin. Und jetzt wieder eine große. Also wir kommen ein kleines Stückchen weiter raus. Das heißt, wir haben ein kleines bisschen mehr Platz und könnten eventuell diese Teile hier wieder nutzen. Das ist, ja, ist auch einer. Ja, okay. Von hier aus kriege ich das wieder nicht richtig rangesetzt. Mal gucken von hier. Hat ja vorhin auch ganz gut geklappt, ne? Naja, das sieht ja kacke aus hier. Im Übrigen sieht man nicht so viel mit den Zäunen, weil man die so blöd aufnimmt. Ja, so könnte das hinhauen. Ja. So, dann drehen wir das hier. Gleiches Problem wie eben gerade. Okay, dann müssen wir doch wieder auch von hier machen. Okay. Okay. So, meine kleine Ecke ist da. Und dann packen wir das daran. Was momentan nicht geht, weil es einfach nicht richtig steht. Das ist ja auch ziemlich logisch. So, da machen wir noch ein Teil da dran. Und stellen das wieder nach unten. Also, das ist ja wirklich heute ein bisschen problematisch hier. Ach so, nein, ich bräuchte ja noch einen Pfeiler dazwischen. Ah, verdammt. Dann passt das Ganze wieder nicht. Okay. Ja, ich bräuchte noch einen Pfeiler. Es ist wirklich nicht so einfach. Ich muss gleich mal eben was gucken. Ah, ist das doof. Warum geht denn das nicht? Also so überhaupt nicht gerade. So müsste das eigentlich hinhauen. Nicht so daneben. Aber das ist auch ein bisschen schief, der Zaun hier, ne? Ja, egal. So, ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht
passen würde, wenn wir nur die kleinen hier nehmen würden und nicht die großen. Wobei die kleinen ganz schön unsymmetrisch sind hier, ne? Guckt mal, das ist viel schmaler wie das. Also symmetrisch geht anders. Okay, dieser Zaun macht mich echt irre, ne? Haben wir nicht irgendwie Einzelteile, dass man den einfach aus Einzelteilen zusammenbauen kann? Sowas und ein paar Querbalken wären echt toll. Aber ja, geht natürlich nicht. Schade, schade. Enger Kreuzzaun. Kreuzzaun, Hälfte des Kreuzzauns. Okay. Aber was ist denn enger? Warum heißt denn das enger? Das verstehe ich nicht so ganz. Okay. Überlegen, wie machen wir weiter? Was machen wir hier weiter? Doch wieder den hin. Also langsam wird es irgendwie blöd. Weil wenn wir das jetzt alles hier aus Hälften machen, wie ich mir das gerade eben gedacht habe, haben wir immer das Problem, dass diese Lücke kleiner ist. Und das finde ich irgendwie auch hässlich. Wenn wir den umdrehen und hier direkt ransetzen, ja, dann hätten wir genau die gleiche Größe wie die Dinger. Jetzt ist natürlich die Frage, könnte das passen mit denen da? Komplett. Weil am Ende würden wir uns die. Nee, würden wir doch nicht. Ja, ich probiere das trotzdem aus. So, das drehe ich jetzt nochmal eben, damit es auch wirklich gerade ist. So. Steht richtig, steht richtig. So, jetzt kommt der da dran. Oder auch nicht. Ich drehe den auch nochmal, damit der wirklich gerade ist. Ja, so passt das. Sind meine Platten schief? Nee, das ist gerade. Es sieht nur irgendwie ein bisschen schief aus. So, ja, jetzt bräuchte ich noch eins davon, um eben zu gucken, ob das dann am Ende auch passt. So, wir nehmen jetzt mal die beiden hier und schauen mal. Ja, guck mal einer an. Das könnte doch die Lösung sein. So, dann packen wir das erstmal wieder dahin. Und holen uns noch mal so einen Weiß. Drehen den natürlich. Und gucken mal, was wir hier noch machen können. Okay, also wir sind einen ganz, ganz kleinen Tacken drüber. Den bräuchten wir hier gar nicht, weil wir ja sowieso rumgehen mit einem anderen Zaun. Ja, nee. Weil wir würden jetzt ja hier so rumgehen. Das so ineinander schieben funktioniert nicht. Und wir müssten den Zaun hier eher außen platzieren. Das fände ich ein bisschen doof. Also wirklich doof. Können wir den noch einen kleinen Millimeter hier rumziehen? Auch nicht wirklich, ne? Mann, dieser Zaun macht mich echt wahnsinnig. Das ist so blöd. Warum kann man das nicht so, dass das passt? Ich hätte gerne, dass das passt. Einfach passend. Ineinander schieben die Sachen. Das wäre toll. Okay. Ich habe jetzt hier ja immer abgewechselt.
Das fand ich jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht. Das gefällt mir ganz gut. Ach, bin ich vielleicht aber auch zu pingelig? Oder ich mache da jetzt doch noch eins dran und wir ziehen den Zaun im Allgemeinen ein Stück zurück? Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Verstehe auch nicht, warum der jetzt hier schon wieder nicht passt, ne? So passt der, aber... Oh, okay, ich habe vielleicht eine Idee. Ich habe vielleicht eine Idee. Mal schauen, ob wir das vielleicht dann doch anders ein bisschen anders regeln können. Mal schauen. Okay, so, ich würde jetzt erstmal den Part beenden und im nächsten dürfen wir weiter am Zaun. Also, bis denn. Ciao, ciao.